Am Mittwoch, den 27. Februar, wurde das Projekt Revitalisierung Binnenkanal Abschnitt Pfarrmeder in Schaan vorgestellt. Es ist ein Kanal und das Gewässer ist in einem relativ engen Korsett einzwängt, dass man da gewisse Gemüter revitalisieren kann, um der Natur einen Dienst zu tun, dass man die Artenvielfalt oder den Rückgang von der Artenvielfalt mindestens stoppen kann und eben die Biodiversität als Ganzes verbessern kann im Land. Und ich glaube, es ist einfach auch landschaftlich gesehen schöner, wenn wir da so, wie wir sehen, dass der Kanal jetzt in dem Abschnitt so ein bisschen wieder einen natürlichen Verlauf nimmt und nicht mehr ganz exakt gerade läuft. Es ist doch, glaube ich, versorgt einfach viel schöner, wenn die Natur, wenn die Landschaft eigentlich nicht so ganz eintönig bleibt. Wir haben im Land ja schon verschiedenste Revitalisierungsprojekte, Gewässer gehabt. Hier, die Schau, wo wir jetzt sind, an dem Binnenkanalabschnitt haben wir jetzt im Bofel und in dem Pfarrmeder und zwei größere Revitalisierungsprojekte können realisieren. Und ich denke, es ist ein großer Beitrag, eben wie gesagt, an die Artenvielfalt, an die Biodiversität, vor allem dann eben auch an die Landschaft als solche. Und es ist so, auch wenn wir jetzt sagen, es sind vielleicht insgesamt relativ kleine Strecken, aber das, was wir geschafft haben, wirkt sich auch aus auf die anderen, noch nicht revitalisierten Strecken, wo wir wahrscheinlich nicht unbedingt als der ganze Binnenkanal natürlich revitalisieren kann. Aber das ist wichtig für zum Beispiel, dass wir unsere Fischart, die wir eigentlich natürlicherweise hätten im Land, so etwa knapp 30 könnten es theoretisch sein. Am Binnenkanal haben wir 5 bis 7 Arten. Und da möchten wir einfach wieder die, die eigentlich standardtypisch wären, wieder probieren anzusiedeln. Weil der Kanal hat ja eine Anbindung bis zum Bodensee an, ist relativ selten. Das hat eigentlich eine sehr grosse Bedeutung, wieder ein Riesenstück Naturmeer, wo man Pflanzen, Tiere etc. kann wieder dort herbringen, wo sie eigentlich gehört. Und natürlich auch vom Aussehen her ist das wirklich ein riesengroßer Gewinn für die Gemeinschaft. Das Projekt ist im 2009 das erste Mal diskutiert worden. Wir haben dann das Okay bekommen, im 2010 für die Planung. Haben dann geplant und im 2011, im November, ist es dann so wie gewesen, ist es ausgeschrieben gewesen, also, dass die Bagger auffahren haben können. Man hat im Prinzip am Kanal wieder mehr Platz geben. Man hat, wir haben für Gmahn haben wir 30 Meter zusätzlich übergeholt. Das Wasserbett vom ursprünglichen Binnenkanal ist auf dem Abschnitt 20 Meter breit. Wir haben es jetzt also 50 Meter aufweiten können. Man hat den Platz, den man früher weggenommen hat, den Gewässer zum Kanalisieren. Also man hätte es kanalisiert, dass das besser abläuft, das Wasser, hat man jetzt wieder aufgeweitet und wieder den Platz zurückgegeben. Die Kosten sind insgesamt mit allem drum und dran, also das Projektierung, also die verschiedenen Koordinationen, also es geht vom Hochwasserschutz, es geht Ökologie und, ist also ein relativ grosser Projektierungsaufwand mit der Baumeisterarbeit und mit allem drum und dran ist 600'000 Franken. Wir haben sehr strukturarme Gewässer und das ist also ein Trittstein wieder für die Ökologie, dass sie sich da entwickeln kann und ich hoffe, es gibt auch eine Signalwirkung, wenn das die Leute anschauen, dass, man, dass die Akzeptanz bei der Bevölkerung da ist, dass man weiterhin an einem Projekt machen kann.